Liebe Fans, liebe Follower, liebe Fünfzylinder-Begeisterte, heute unschwer zu erkennen, Fokus in unserem Video, die neue 4 Zoll 101,6 mm Abgasanlage. Wir haben hier auch gleich mal beide Varianten der Abgasanlage für euch aufgebaut. Wir haben hier einmal die Variante Race ohne Mittelschalldämpfer und wir haben einmal die Variante Street hier mit Mittelschalldämpfer. Beide Varianten könnt ihr unschwer erkennen, werden hier unten auf die originale Anbindung der Katalysatorrohre mit entsprechenden Schellen angebunden. Geht weiter in 3 Zoll, doppelt 3 Zoll, also 3 Zoll 76 mm, durch den Schalldämpfer hindurch und geht am Y dann wieder hier auf 100 mm. Im Falle, dass die Abgasklappe geöffnet ist, schießt man hier mit 100 mm ins Freie. Dementsprechend brutal ist der Klang von der Anlage. Wenn die Klappe geschlossen ist, geht es durch den Schalldämpfer und es wird entsprechend abgedämpft. Und schön, gerade in dieser Variante mit Mittelschalldämpfer, das fährt sich, als wäre es eine originale Abgasanlage, sogar noch leiser und weniger Dröhne, gerade in dem Bereich zwischen 2800 und 3400, wo selbst eine originale Anlage gerne mal dröhnt, ist hier absolut flüchterleise. Die Race-Version hier ohne Mittelschalldämpfer, das ist natürlich für pure Enthusiasten, die auch keinen Wert auf Legalität legen. Hier unten selbige Anbindung. Geht übers Y dann auch hier wieder auf 4 Zoll, 101,6 mm. Im Falle der offenen Klappe auch hier wieder ins Freie, ansonsten durch den Schalldämpfer hindurch. Jetzt haben wir in letzter Zeit ganz viele Anfragen, wie klingt ein 4 Zoll im Vergleich zu 3,5 Zoll? Wie groß ist wirklich der Unterschied? Ich kann in vielen Videos viel erzählen, wir können filmen, wir können machen, wir können tun. Es kommt nie so richtig rüber. Aber Leute, ich lasse mal eins wirken. Schaut mal, 4 Zoll, 101 mm. Das hier wäre 3,5 Zoll. Und wenn es euch jetzt noch nicht auffällt, wie brutal der Unterschied ist, dann seht ihr mal, dass 4 Zoll mit 3,5 Zoll einfach spielt. Es ist eine ganz andere Dimensionierung, es ist eine ganz andere Größe. Ja, man kann es einfach gar nicht vergleichen. Vor allem der Klang entsprechend auch eine ganz andere Nummer. Dumpf, tief, richtig derbe. Und genau das ist eigentlich das, was den Fünfzylinder ausmacht und das ist, was er braucht. Hier vor allem dann noch mit der Variante Mittelschalldämpfer gegen jedes Dröhnen und vor allem, Leute, die Anlage verspricht, was sie hält. Das heißt, sie hat auch 4 Zoll
bis nach hinten durch. Wir haben keine Verjüngung vorm Endrohr, wir haben keine Verjüngung vor der Abgasklappe. Doppel 76 reicht locker easy, über 1000 PS. Die Anlage kann ich mit 1000 PS noch fahren und habe immer noch keinen nennbaren Abgasgegendruck. Hier natürlich noch weniger, wie hier sowieso schon ist. Aber das ist wichtig, weil oftmals werden wir dann gefragt, ja, wie ist das eigentlich so mit dem Durchmesser und habt ihr Verjüngungsverengungen? Nein. Und das ist auch wichtig, wenn man eine 4 Zoll Anlage kauft, will man doch auch, dass die mit 4 Zoll ins Freie fährt und nicht vor der Klappe oder an irgendeiner anderen Stelle nochmal gedrückt wird auf 76, weil das ist die Engstelle und die würde in dem Fall dann zählen. Haben wir nicht? Free Flow in beiden Varianten, 1000 PS, los geht's. Wenn ihr Lust habt auf eine dieser Anlagen, egal in welcher Form, wir haben die für den TTRS 8S, RS3, RSQ3. Wir haben sie auch für den RS3 8Y mit besonderer Endrohre. Da gibt es nochmal ein Special-Video dazu, weil wir uns was ganz Tolles ausgedacht haben, wie das am RS3 8Y aussehen wird. Kommt noch. RSQ3, der neue, natürlich auch. Überall mit ECE-Zulassung und auch kombinierbar mit allen Leistungsstufen bis 600 PS. Wohlgemerkt diese Variante mit Mittelscheinwerfer, die Variante logischerweise nicht. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, hperformance.de, info@hperformance.de, meldet euch, schreibt uns, wenn ihr genau diesen Unterschied erfahren, erhören wollt und mal sehen wollt, wie ihr wirklich richtigen Badass Deep Tone aus eurem Fünfzylinder rausbekommt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es dann auch um die Fahrvideos geht, um die Fahraufnahmen, vor allem im 8Y, wird richtig scharf. Ich kann es euch schon mal versprechen. Bis hierhin schon mal vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.